willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich erzähle euch heute etwas von der Geburt. Ich wollte das Video schon viel früher online stellen, aber irgendwie bin ich wie immer nicht dazu gekommen, ein Video zu drehen. Die Welpen sind jetzt, heute haben wir Freitag, 9 Tage alt. Aber jetzt erstmal zur Geburt. Also ich habe euch auf Instagram so ein bisschen, ich sitze gerade in der Welpenbox. Ich habe die so verlängert, deswegen sitzen die Welpen da drüben. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. Genau, ich habe euch auf Instagram so ein bisschen mitgenommen, wie die Geburt verlief. Also am 62. Tag, also am Samstag, habe ich schon gedacht, boah, es fängt an. Es fängt an, die Kima war total unruhig. Sie wollte nur in ihre Box rein und wollte auch nur, dass wir dabei sind. Und daher, ja, habe ich gedacht, er fängt an. Okay, gut, Scheibenkleister war nichts. Wir sind dann am Sonntag, haben wir alles ganz normal gemacht. Sind wir zum Essen zu meinen Eltern und ja, haben dann Spiele im Nachmittag gemacht. Also ganz normal. Und am Abend habe ich auch wieder gedacht, oh ja, es fängt an, aber irgendwie auch nicht. Dann am Montag haben wir gewartet, da war ja der 64. Tag. Da habe ich dann zuerst schon mal beim Tierarzt angerufen und gefragt, was ich machen soll. Dann sagt sie, müssen wir abwarten, wenn, noch, wenn die Hündin sich noch gut verhält und die Welpen sich noch bewegen, dann ist alles gut. Also haben wir das so gemacht. Dann kam der Dienstag, der 5, ja genau, am Montag, der, an ihrem 64. Tag. Da wurde ich dann noch krank, also mir ging es echt schlecht. Ich hatte Fieber und Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, wurde krank. Dann hat meine Mama die Lotta genommen von morgens 10 bis mittags um 3 und das war ganz gut so, weil dann konnte ich mich erholen, aber ich lag die ganze Zeit bei Kimba, weil sie mich gebraucht hat. Dann hat am Dienstag mein Mann Geburtstag gehabt, aber er hat dann Urlaub genommen. Mir ging es aber trotzdem nicht gut, dass ich hatte die ganze Nacht Fieber und ja, mir ging es zwar ein bisschen besser als zum Montag, aber auch nicht so gut. Die Welpen kamen da auch nicht. Ich bin schon verzweifelt. Ja, dann haben wir mit dem Tierarzt nochmal geredet und die hat gesagt, ich muss noch ein bisschen warten. Dann kam dann der 66. Tag, war dann der Mittwoch. Da war die Kimma morgen schon anders. Also ich habe schon gefühlt gedacht, dass sie okay ist, könnte heute losgehen. Dann habe ich beim Tierarzt nochmal angerufen und der hat gesagt, ich soll dann kommen um 12 Uhr. Ich bin um 12 Uhr hingefahren und dann hat die Kimma eine Wehenspritze bekommen. Auf der Heimfahrt habe ich schon gemerkt, okay gut, sie kriegt Wehen. Sie war dann auch total unruhig und ihr ging es auch schlechter. Dann habe ich meine Eltern gefragt, ob sie die Lotta wieder nehmen. Also sie haben dann Lotta genommen, weil ich gemerkt habe, okay gut, der ganze Morgen ging das ganz gut, dass Lotta so neben dem Gitter gespielt hat und ich im Gitter saß. Aber irgendwann mal gegen Mittag hatte Lotta auch keine Lust mehr, dass die Mama immer hier beim Hund ist und nicht bei ihr. Und daher haben meine Eltern sie genommen. Das war auch ganz gut so. Als mein Mann dann die Lotta geholt hat um 5 Uhr, war es dann so, dass er dann Essen gemacht hat, genau so war es Essen, und dann war das Essen um 6 Uhr fertig und dann hat die Kimma angefangen mit Presswehen. Dann ging die Wehen los um 6 Uhr und die presste und presste und presste und es kam nichts. Und nach einer Viertelstunde hat er dann beim Tierarzt angerufen, weil sie sich auch mehrfach übergeben hatte. Und die Tierärztin gesagt, wenn sie sich übergibt, dann presst sie so stark, dass sie der Mageninhalt ja schon rauspresst. Und auch, ich habe auch null Flüssigkeit hinten gesehen. Und dann sind wir, dann hat sie gesagt, wir sollen in der Tierklinik fahren. Da habe ich dann auch gleich angerufen, weil ich auch die Welpen quer gespürt habe. Also wo wir da waren, morgens zu einer Venenspritze, da hat man dann auch ein Röntgenbild gemacht. Und da sah man, dass ein Welpe ein bisschen quer liegt. Also da lag da so über die anderen Welpen drüber und zwei kamen sich ziemlich in Quere. Und dann sind wir in die Tierklinik gefahren nach Neu-Ulm und sind dann auf der Fahrt, hat die Kimma die ganze Zeit gepresst und gepresst und hatte auch total Übelkeit, musste die ganze Zeit sich übergeben.
Und dann kamen wir im Tierarztklinik an. Und ich habe dann die Bakimba aus dem Auto rausgetragen, zur Klinik rein. Und beim Tragen habe ich gesehen, dass die Kimba, also dass ein Welpen hinten rausguckt, also die ganze Fruchthülle. Und dann habe ich die Kimba abgesetzt, dann hat sie einen Welpen vor der Klinik bekommen. Genau, das war die Bedora. Deswegen, und ich zeige sie euch mal. Da ist die kleine Bedora. Genau, mein Mann hat sie dann so getauft, weil das heißt dann Before Door Anikura. Also Anikura hieß die Klinik. Und genau, das heißt, deswegen heißt sie Bedora. Und ja, dann haben sie da die Kimba untersucht, nochmal Ultraschall gemacht. Also alle Welpen hatten da noch einen Herzschlag und den Welpen untersucht und dann sind wir nach Hause gefahren. Auf der Fahrt nach Hause, die zwei Ortschaften, wo wir wohnen, kam dann der zweite Welpe auf die Welt. Auch wieder einen roten, aber diesmal einen Rüden. Hier ist unser Brummer, der ist ganz groß, gell? Und ich habe ihn Carlo genannt, weil Carl, also er ist im Auto auf die Welt gekommen, gell? Kleine Carlo. Und dann waren wir zu Hause und zu Hause hat sie dann nach einer Weile, also Marcel hat gerade die Lotta ins Bett gebracht, dann kam dann Welpe Nummer 3 auf die Welt. Ganz typisch zu Hause, ganz normal. Und der erste ist schwarze, gell? Ja, erste ist schwarze. Also ich habe ihn jetzt Momo getauft. Momo. Und um 9 Uhr abends kam dann Welpe Nummer 4 auf die Welt. Und ja, wieder ein roter Rüde, aber diesmal ganz kleiner, zierlicher. Und den habe ich Amaro getauft. Gell? Amaro. Ja. Die Welpenbesitzer werden zwar die Namen wahrscheinlich wieder ändern oder vielleicht auch behalten, je nachdem, wie sie es wollen, aber ich möchte nicht 8 Wochen lang die Welpen mit, ja, 1, 2, 3, 4 benennen, sondern ich möchte da auch wirklich Namen haben. Genau. Und nach der Geburt ging es der Kimber erstmal also nicht so gut. Also sie war ziemlich schlapp, konnte auch kaum aufstehen. Die ersten paar Tage war sie dann nur hier in dem Käfig vor allem. Deswegen haben wir hier auch immer eine Wasserschüssel stehen und auch eigentlich was zu fressen. Aber jetzt inzwischen geht sie auch raus und nimmt wieder so teilweise am Familienleben teil. Ja, ein paar Tage nach der Geburt, Freitag, nee, am Donnerstagabend ging es schon los, genau, das war ja dann ein Tag nach der Geburt, dass sie angefangen hat zu suchen. Also sie hat die ganze Zeit hier drin gefiepst und gesucht und gesucht und gesucht. Und dann am Freitag war dann meine Schwester da, da haben wir den Geburtstag von Marcel nachgefeiert. Und sie sagt zu mir, Nadine, die sucht einen Welpen. Kann es sein, dass die noch einen Welpen im Bauch hat? Ich sage, nee, das jetzt nicht, aber es kann schon sein, dass die einen sucht. Und so kam mir das auch rüber, dass die einen Welpen sucht. Und dann haben wir sie ins Auto gelassen, um ihr zu zeigen, dass im Auto kein Welpen ist. Und ja, die Tierärztin hat dann gesagt, jetzt nochmal angerufen, dass wir sie ablenken sollen und genau mit ihr spazieren geht und sie einfach ablenken. Genau, das haben wir dann ein bisschen gemacht und einfach abgewartet und ja, dann hat sich das auch gelegt. Also am Tag später ging es ihr dann schon wieder viel besser. Und ja, dann hat sie keinen Welpen mehr gesucht. Ich denke dadurch, dass die zwei Welpen so unterwegs auf die Welt gekommen sind und sie in der Klinik auch einen Welpen bekommen hat und wir dann einfach wieder weggefahren sind, hat sie einfach das Gefühl gehabt, dass noch einer fehlt. Obwohl ja alle da waren. Genau. So weit, so gut zur Geburt. Ja, blende euch noch jetzt ein paar Sequenzen ein von der Geburt. Ich habe ein bisschen was gefilmt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt vielleicht mal in die Kommentare, wer von euch auch schon mal eine Tiergeburt erlebt hat.
Genau, das ist jetzt die vierte Hundegeburt, die ich hier bei uns zu Hause begleitet habe. Zwei habe ich schon bei meiner Freundin begleitet. Das sind jetzt noch 6 Hundegeburten. Bei einer Katzengeburt war ich dabei. Und bei einer Freundin war ich bei einer Kuh. Die Hasengeburt haben wir leider nicht gesehen. Wir hatten auch noch Hasenbabys, aber die waren dann halt morgens im Stall. Die Babys. Jo, genau. Klein wachsen und gedeihen. Und ja, an der Geburt hatten sie. Hier steht die Liste. Also, die Bedora hatte 211 Gramm und wurde 18.55 Uhr kam die auf die Welt. Dann der Carlo hatte 266 Gramm und kam um 19.39 Uhr auf die Welt. Dann der Momo hatte 199 Gramm und Hava kam um 20.23 Uhr auf die Welt. Und dann der Amaro hatte 172 Gramm und kam um 21 Uhr auf die Welt. Genau. Also der Amaro hat ja fast 100 Gramm weniger gehabt wie der Carlo. Und das ist auch heute noch so, also die sind wirklich fast genau 100 Gramm unterschiedlich. Dann möchte ich mich hiermit verabschieden von diesem Video und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss! Thank you.
wieder einen Brocken raus. Kommt da eine große Wolke.